Wenn es Nacht wird über Floridsdorf und trotzdem hunderte Menschen in die Wiener Siemens City strömen, kann es nur eines bedeuten. Die Academy of Life bittet wieder eine außergewöhnliche Persönlichkeit auf die Bühne. Diesmal Österreichs bekanntesten Rollstuhlfahrer, Paralympicsieger und Weltrekordler Thomas Geierspichler, der nach einem unverschuldeten Autounfall plötzlich ein neues Leben beginnen musste und damit anfänglich überhaupt nichts zurechtkam. Alkohol- und Drogenexzesse waren die Folge. Und dann habe ich gesagt, wenn es die wirklich gibt, Gott, dann hilf mir dabei, dass ich aufhöre zum Rauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist der letzte Zug, habe die Chica rausgekaut. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich es mit dem Kiffen und mit dem Saufen auch gleich, weil falls es wirklich funktioniert, dann brauche ich das Ganze nicht zweimal machen. Und du hast ja dann gefastet, glaube ich, 30 oder 40 Tage. Also, du hast das ja auch dann ziemlich radikal angegangen. Genau. Ich habe dann geglaubt, ich muss jetzt dann drauf sein wie der Jesus und 40 Tage fasten. Nachher habe ich die ersten 10 Tage nur Wasser und Tee getrunken. Und da ist aber dann das passiert. Und dann, dass nachher ich mich immer mehr aus mir herauswandern gesehen habe und mich gesehen habe, wer ich bin. Ich habe dann einfach der Realität ins Auge schauen können. Das, was ich vorher durchs ganze Kiffen halt dauernd verdrängt habe, damit ich das nicht so tief spüre, was mir da so weh tut, dass ich nicht mehr gehen kann, dass ich nicht mehr der bin, der was ich sein möchte. Sein starker Glaube hat auch den Willen des Salzburgers gestärkt und es ihm ermöglicht, immer neue Grenzen zu definieren und zu überschreiten. Vor allem aber hat er zu einer positiven Lebenseinstellung geführt, auch im Sport. Von außen her bezeichnet man es als Wettkampf, aber ich definiere es einfach von mir anders da. Du musst den und den und den schlagen. Von außen her gesehen stimmt es natürlich. Aber du kannst, aber dasselbe Prinzip, du schlagst aber auch die anderen Achte, wenn du als erstes über die Ziellinie fährst. Dann schlagst du das ja auch. Aber der Fokus ist, dass ich sage, ich konzentriere mich, dass ich als erstes über die Ziellinie fahre. Das ist, dann fließt positive Energie nachher durch die durch und du bist nach vorne gerichtet. Und wenn aber du denkst nachher, ich fahre als erstes durch die Ziellinie, wenn ich den und den und den eliminiere, dann fließt negative Energie durch mich. Und deswegen tue ich das nicht. Ein Auftritt, der bei den Members der Siemens Academy of Life tiefen Eindruck hinterlassen hat. Was mir besonders gut gefallen hat, war der authentische Auftritt vom Herrn Geierspichler und das ist sicher was, was man einfach für sich selbst mitnehmen kann, dass man einfach im Berufsleben authentisch auftreten sollte. Das Vertrauen in sich selber, das Vertrauen auch auf Gott, sich auch damit zu beschäftigen, dass es nicht nur mich gibt auf dieser Welt und dass ich viel bewegen kann, wenn ich an mich glaube und wenn ich an Kräfte rund um mich glaube. Also der Abend hat mich absolut fasziniert. Ich finde die Person Thomas Geierspichler einfach herzerfrischend, wie authentisch er drüber kommt und welche Lebensweisheiten er eigentlich weitergibt, indem er sich selbst erfahren hat und er bringt es so glaubhaft und direkt drüber. Aber nicht nur den jungen Führungskräften wird dieser Abend noch lange in Erinnerung bleiben. Der Mut, diese Ehrlichkeit, Natürlichkeit, aber auch diese Nachhaltigkeit von der erkannten Behinderung dann weg, hin zum Weltrekordsportler, zum Olympiasieger. Ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt, war ganz, ganz toll und eine Lebensschule, wie man es besser nicht erleben kann. Ich finde, das vom Leben anderer und von auch gerade von den Tiefschlägen anderer zu lernen, extrem spannend. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist, die Siemens hier bietet, Persönlichkeiten auf den Zahn zu füllen, ein bisschen hinter die Kulissen auch zu schauen, sozusagen nicht mal weg diesen PR-Vorhang zu heben und den Leuten noch ganz persönliche Fragen zu stellen und nicht nur die weichgewaschene Standard-Message zu bekommen, die wir alle in den Medien laufend konsumieren. Unvermeidlich bei einem zigfachen Medaillengewinner ist die Frage nach dem Erfolgsrezept. Ich habe einfach gemerkt, dass mir der Glauben so viel geholfen hat, mir mein Leben positiv zu gestalten, dass ich Olympiagold gewonnen habe, dass da auf einmal kein Hirngespinst war, dass auf einmal scheinbar unmögliche Dinge möglich worden sind, nur anhand vom Glauben. Und somit ist es für mich lebendig und deswegen wende ich es einfach in mein Leben an. Und es macht mich glücklicher, es lässt mich schneller und intensiver leben und trotzdem gleichzeitig mit Ruhe. Ein rundum gelungener Start ins 14. Jahr der Siemens Academy of Life. Doch wie steht es angesichts der aktuellen Situation um die Zukunft dieser bereits zur Institution gewordenen Veranstaltungsreihe? Also ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das weitermachen sollen, auch wenn wir sparen, auch wenn wir bei uns Einschnitte haben. Diese unheimliche Bandbreite an Persönlichkeiten, von gestriegelt bis natürlich, von intellektuell bis absoluter künstlerischer Freigeist, ich kenne nichts Vergleichbares, es ist in Wien, wäre viel zu schade, das nicht fortzusetzen.